Hallo, ich bin der Cowboy Jim aus Texas und ich bin den weiten Weg angereist, um hier in Gießen mit den kleinen Kindern und mit den größeren Kindern, das ist so vom Alter von 4 bis 11, treffen sich die Kinder hier im Indianerdorf, denn ich bin ein Freund von den Indianern und ich soll aufs Indianerdorf aufpassen. Und die Kinder werden hier zu Indianern gemacht und wir werden einen neuen Indianerstamm gründen. Mit einer Wildwestband, mit mir zusammen natürlich, werden wir Lieder aus dem Wilden Westen singen, Abenteuer werden wir erleben, wir werden Lasso werfen, wir werden das Hufeisen werfen, wir werden Zielschießen machen und die Kinder zu richtigen Indianern machen. Und später bekommen sie eine Urkunde, dass sie die Abenteuer im Wilden Westen mit mir zusammen tapfer und clever bestanden haben. Und dann gehen sie stolz nach Hause und sind kleine Indianer geworden. Und ich passe ja auf, dass die Kinder das Indianerdorf schön hinterlassen. Falls die Indianer nämlich heute Abend wiederkommen, werden sie erstmal sehen, dass sie ungefähr 30 neue Indianerkinder in ihren Stamm aufnehmen können. Und dann werden wir hier zusammen die Abenteuer erleben. Und ich erzähle den Kindern, dass man ruhig anders sein kann, dass man ruhig nicht unbedingt einen Feder auf dem Kopf haben muss, um sich mit den Indianern zu verstehen. Und genau andersrum auch. Auch die Indianer verstehen sich jetzt mit mir, mit dem Cowboy Jim, und wir brauchen uns nicht mehr zu streiten. Das ist doch der Traum von der schönen Welt, oder? Sonnen tanzen an, jeder darf mal trommeln. Nach der Reihe, du bist dran. Und abends schauen wir dann, wie die Sonne untergeht. Und der Mond am Himmel steht. Seid ihr bereit für Tanzen? Komm, wir spielen Indianer. Hintergrund ist die Andersartigkeit aller Menschen. Und durch die Indianer und die Cowboys haben wir das schon gelernt. Die waren komplett unterschiedlich und die haben sich gestritten. Und wir machen das so, wir drehen das um und sagen, wisst ihr was, heute streiten die sich nicht mehr. Heute haben die sich vertragen, denn die haben sich kennengelernt und haben gemerkt, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind. Wir alle müssen irgendwie aufs Klo, wir alle müssen essen. Und da sind doch schon die Gemeinsamkeiten. Und die restlichen, die finden wir hier zusammen im Indianerdorf. Und abends schauen wir dann, wie die Sonne untergeht und der Mond am Himmel steht.